zu den elegantesten Mittelfeldspielern der Bundesliga-Geschichte zählen kann. Eine der größten Spielerpersönlichkeiten der 70er Jahre, eine Ikone im Trikot des 1. FC Köln und jemand, der ein ganz tragisches Schicksal erleiden musste und deshalb nicht mehr unter uns weilt. Es gibt einen Film über sein Leben, und zwar der mit dem Ball tanzte, und den gibt es zu gewinnen für das Kacktor des Monats unter dieser E-Mail-Adresse, wenn du da mal eben kurz runtergehst, Jünter, zeigler@wdr.de. Ich wusste, dass das passieren würde. So, damit sind wir bei diesem Film, den ich euch noch nahelegen möchte. Schrei mir doch nicht so aufs Ohr. Jetzt, kurz hier rausnehmen. Ich habe von diesem Film geredet, von Heinz Floh, der mit dem Ball tanzte. Ich möchte euch einen kurzen Eindruck verschaffen, worum es in dem Film geht. Und ich glaube, man kann an den Bildern sehen, es lohnt sich wirklich, diesen Film anzuschauen. Er war ein außergewöhnlicher Spieler, der ein Spiel lesen konnte, der Tore schießen konnte, der eine Mannschaft führen konnte. Auch wenn es mal enge Spiele gab, wer hat Theater veranstaltet? Der Flocke. Der ist vorne drauf und hat mal ein Zeichen gesetzt. Ja, hat eigentlich den FC geprägt, wie kaum ein anderer. Und wo wir gerade bei kölschen Legenden sind, der lange Tön ist auch so eine. Eine Zocker- und Türsteher-Legende in Köln und jemand, der medial in Köln sehr viel unterwegs ist, weil er eigentlich immer die erste Adresse ist, wenn es darum geht, Ereignisse in der Domstadt zu kommentieren, zum Beispiel auch um den FC. Da gab es ja in dieser Woche den Wechsel von Anthony Uja nach Bremen, der verkündet worden ist und den der lange Tünn so kommentiert hat. Jogi, komm mal raus, muss da mal sagen. Der Schwarze ist weg, weißt du? Der Uja ist weg. Ja. Weg? Ja, der ist weg nach Werder Bremen. Ja, der lässt uns einfach am Stich, ohne was Bescheid zu sagen. Echt? Die Figur. Ja, ja. Millionen? Ja, da weiß ich, was der gerade geht nach Werder Bremen, das ist eine Frechheit. Einfach suchen, nur morgen weg. Dann haben wir das dann im Elbe jetzt. Das ist aber das. Ah, ja. Liebe, alles nur mit dem Geld, Jogi. Nein, Kultur, andere Kultur. Andere nicht Kultur. Mit den Finger zeigen, keine andere Kultur, andere Kultur. Nur mit der Kohle. Der FC hätte mal ein Paradies, der wurde hier gut abgehoben bei dem Verein. Man würde in Werder Bremen, das ist ein grausamer Verein, man wird's dann doch. Nur wenn der Kohle ist, er da hinten. Ja. Ich mache ja. Ja, Matuschek ist ja was anderes. Der Ujam hätte 10 Tore gemacht. Ist das ablässig? Ja, klar. Der Ujam, die Figur. Ne?